Was geht ab, Freunde? Anime Champions League, ihr schreibt mir zwei Dinge in die Kommentare. Ich muss sagen, was ich davon geiler finde. Letzte Folge ist lang her, lass nicht lang labern. Direkt zu den ersten Champions. Son Goku vs. Vegeta. Um ehrlich zu sein, fand ich Vegeta schon immer maßlos overrated. Ich weiß, ihr alle liebt ihn, aber ich fühle den Typen gar nicht, Digga. Und lass mich mal erklären, warum. Der Typ schiebt immer so seine Filme mit Stolz und Ehre und so einen Scheiß. Und Menschen, die ganze Zeit so viel Wert auf Stolz und Ehre und Blut und sowas legen, sind in der Regel Vollidioten. Und die Tatsache, dass Vegeta so Mitte 40 ist oder so, macht das Ganze nicht besser. Bro, wenn so ein 15-jähriger Hauptschüler so redet, dann verstehe ich das ja. Aber bei Vegeta, es kommt mir einfach nur corny und komisch rüber, ohne Spaß. Er hat richtig krasse Momente, er ist auch richtig unterhaltsam an einigen Stellen und ist natürlich auch der Blueprint für anders viele Deutagonisten. Aber Goku, Bruder, Goku ist der Chief. Ich finde, Vegeta ist kein gutes Vorbild und Goku ist das beste Vorbild überhaupt. Nimm das Leben nicht zu ernst, hab Spaß, dann wirst du auch alles erreichen, was du willst. Das ist Gokus Message, das lebt Goku vor und das macht einfach so Spaß, ihm dabei zuzusehen. Was meint ihr zu dem Take? Weil der war auf jeden Fall hot. Goku ist der Champion. Doflamingo vs. Obito. Ich persönlich finde Obito ja brutal overrated. Was ich an ihm krank feiere, ist diese ganze Sache mit Tobi. Er wurde früh introduced und er wurde geil introduced. Und wie es dann so von Comedy auf Ernst geswitcht ist, dass er dann in den Vordergrund gerückt ist, das war schon alles ziemlich geil. Was ich an ihm allerdings nicht feiere, ist diese ganze Scheiße mit Rin. Das ist unglaubwürdig, das ist überedgy und das muss einfach nicht sein. Dazu kommt die Tatsache, dass er irgendwie so eine schlechtere Version von Pain ist. Das ist ein riesen Downgrade, wenn man bedenkt, wie lange beide Character-Arcs waren. So, du kannst nicht einfach zweimal das gleiche hintereinander pullen. Vor allem nicht dann, wenn es das zweite Mal einfach schlechter funktioniert als beim ersten Mal. Kurz gesagt, Obito ist schon ein richtig geiler Charakter, aber keine Chance gegen Doflamingo. Doflamingo ist Oda sein allerbester Antagonist, eindeutig. Im Gegensatz zu Obito hat er eine krasse Backstory, er hat diese unglaubliche Villain-Aura, er ist das Bindeglied zwischen sieben Samurai und Kaiser. Er ist nach wie vor storyrelevant, weil er so viele Sachen über Mary Jaw weiß, die keiner weiß. Seine Rede war übertrieben krass, seine Dynamics zu Ruffy, Law und Corazon waren übertrieben krass. Viel besser als dieses Obito-Kakashi-Rin-Ding. Und seine Fädenfrucht und seine Art haben ihn zu so einer Art Fusion aus Spider-Man und Joker gemacht. Digga, ich liebe Doflamingo. Easy, der Punkt geht an Doflamingo. Die nächsten Champions, Cola oder Fanta? Digga, früher hätte ich gesagt Fanta, weil ich habe diese Werbung richtig gefeiert. Trinke Fanta, sei Bambucha. Trinke Fanta, sei Bambucha. Aber dann haben die das geändert zu Trinke Fanta, lebe bunter. Und das ist nicht mal halb so cool. Das ist einfach nur peinlich. Deswegen geht der Punkt eindeutig an Cola. Aber wenn ich mich entscheiden muss, Cola Zero. Wisst ihr, was mich an Fanta noch so krass abfuckt? Bei Fanta hat man immer so richtig diesen Schleim, diesen Schmalz im Mund. So, ich finde das voll eklig, wie von so Gummibärchen. Das brauche ich nicht, Alter. Cola ist der Champion. PS4 oder PS5? Digga, scheiß auf PS5. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Damals, als die Konsole rauskam, jeder hat auf die PS5 gegeiert und ich habe nicht verstanden, wieso. Bis heute gibt es keine guten Exklusivspiele. Es gibt bis heute keinen Grund, warum ich mir eine PS5 kaufen sollte. PS4 ist viel legendärer. PS4 ist original die beste Ära von Sony und das wird sich erstmal auch nicht ändern. Hab den Hype von PS5 noch nie verstanden und ich glaube, ich werde ihn auch nie verstehen. Ärsche oder Titten? Ja, und ich sage, Titten sind nichts anderes als möchte gern Ärsche. Und wenn ich zwischen dem Original und der Nachahmung wählen müsste, dann würde ich immer das Original bevorzugen. Und das Original in dem Fall ist nun mal der Arsch. Nee, ohne Spaß, ich bin Team Titten und ich verstehe auch gar nicht, wie man Team Arsch sein kann. Ich glaube, diese Debatte wird unendlich gehen. Das ist die älteste Debatte der Menschheit und sie wird kein Ende finden. Jojo Villains versus One Piece Villains. Junge, was für eine Frage, Digga. Ganz easy. Ganz, ganz easy Jojo Villains. Und bevor ihr meckert, ein kleines Beispiel. Dio Brando aus Part 3. Nur damit ihr mal checkt, wie genial das ist. Dio im Jojo-Universum wäre ungefähr so, wie wenn Ruffy im Buggy-Arc gestorben wäre, Buggy wäre auch gestorben, die beiden hätten sich fusioniert und im dritten Arc wäre der Hauptantagonist die Fusion aus Ruffy und Buggy und er würde gegen Zorro kämpfen, der neue Protagonist wäre. Das wäre Jojo-Level von Antagonisten. One Piece-Antagonisten sind immer so halbgare Würstchen. Die meisten haben ein richtig krasses Introducing, kommen am Anfang übertrieben heftig rüber, im Endkampf kommen sie dann rüber, als ob sie einfach nur irgendwie genervt wurden. Wir waren alle gehypt auf Kaido, am Ende des Tages wack. Wir waren alle gehypt auf Moria, am Ende des Tages wack. Wir waren alle gehypt auf Big Mom,
am Ende des Tages irgendwie auch wack. Die sind cool, die sind detailliert, aber man kann die in den meisten Fällen einfach nicht ernst nehmen. Und wenn wir von Minor Villains anfangen, dann ist sowieso vorbei. Bruder, Ringo Roadagain ist besser als jeder One Piece Antagonist, außer vielleicht Doflamingo. Und der Typ hat gerade mal 3 Folgen lang gelebt. Whole Horse, Vanilla Ice, Pet Shop. Digga, ein verdammter Adler hat mehr Schaden angerichtet als alle One Piece Antagonisten in 1000 Kapiteln zusammen. Der Champion ist locker JoJo Villains. Locker. Undebatable. Family Guy oder South Park? Boah, ich finde den richtig, richtig schwer. Ich finde Family Guy tatsächlich lustiger. So auf eine Folge gesehen, muss ich öfter laut lachen. Diese Momente kommen aus dem Nichts, sind so dumm, aber halt anders lustig. Aber man muss dazu sagen, dass nicht jede Family Guy Staffel auf diesem hohen Niveau ist. South Park ist nur minimal weniger lustig. Was bist du denn, ein schwuler Fisch? Aber dafür ist der Humor genialer. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist gesellschaftskritisch, es ist durchdachter, es kann gleichzeitig plump und genial sein. Und dazu ist es noch viel näher am Zahn der Zeit und an den aktuellen Themen. Und das Heftigste an South Park ist die Message. Nimm diese ganze Scheiße nicht zu ernst, die ganze Welt ist sowieso eine Freakshow. Zieh dir den Stock aus dem Arsch und hab einfach mal Spaß. Eine Lektion, die Menschen in Deutschland schon lang vergessen haben. Die nehmen alles viel zu ernst, heulen bei jedem Scheiß rum, tun so, als ob sie die ganze Welt retten müssen. Digga, Family Guy ist absolut goated und für mich der Champion in dieser Runde. Einer der besten Serien aller Zeiten, auf jeden Fall. Aber Family Guy auch goated, safe. Die nächsten Champions, normale Manga-Bände versus Massiv-Manga-Bände. Der Unterschied ist quasi, das ist ein normaler Manga-Band, eine Volume. Und das hier ist zum Beispiel eine Massiv-Edition. Da sind quasi 2 Bände in einem drinnen. Der Nachteil hierbei ist, dass du natürlich nur ein Cover hast. Wenn du 2 Bände hast, hast du 2 Cover. Aber hier in der Mitte geht es einfach direkt weiter. Ein weiterer Nachteil ist, die Teile sind manchmal scheiße schwer. Das klingt zwar komisch, aber wenn du den ganzen Tag Manga liest, dann tut dir irgendwann der Arm davon weh. Normale Volumes kannst du einfach so mit einer Hand halten. Der Arm fällt dir nie ab, das wiegt dir einfach nichts. Ein anderer Nachteil ist, dass sich das hier hinten richtig schnell verknickt und du hast hier so eine scheiß Rille, die keiner in seinem Manga-Band haben will. Passiert bei einer normalen Volume auch niemals, geht fast gar nicht. Ein Vorteil von Sammelbänden ist der Preis. In der Regel ist das sehr viel billiger, als wenn du dir jeden Band einzeln kaufst. Und ich sag euch, wie es ist, ohne diese Sammelbände würde es ganz viele Mangas auf Deutsch nicht geben, weil es nicht lukrativ genug wäre. Also für mich der Champion auf jeden Fall normale Volumes, aber ich bin auch dankbar, dass es die Teile gibt. Ah, und noch ein riesiger Nachteil von Massivbänden, aus irgendeinem Grund sind die Cover immer brutal hässlich. Ich weiß nicht warum, an alle Manga-Verlege, gib den Massiv-Editionen endlich mal normale Cover, was ist daran so schwer? Die nächsten Champions, Mirko aus My Hero versus Maki aus JJK. Also, wir haben richtig viele Maki-Fans. Alle lieben Maki, sie sieht gut aus, ich verstehe warum, sie hat geiles Development, sie ist ein Boss-Girl. Ich mag das auch, ich finde das auch cool, aber Mirko, Digga, Mirko ist für mich das Boss-Girl überhaupt. Sie ist für mich der beste My Hero-Charakter. Es ist original Rey Mysterio als attraktive Latina, gemischt mit einem Hasen. Was jetzt eigentlich eher irrelevant ist. Bruder, wie die da durch die Gegner durchgeht und einen nach dem anderen auseinandernimmt mit irgendwelchen Kicks und Fallrückziehern und alles mögliche. Ich finde, es gibt nichts krasseres. Für mich der Champion, auf jeden Fall Mirko, auf jeden Fall. Und das war's mit der Folge Anime Champions League. Ich habe das richtig lang nicht mehr gemacht. Ich bin gespannt, wie das Format ankommt. Schreibt mir Champions in die Kommentare, checkt die anderen Folgen aus, checkt Facts or Cap aus und danke fürs Zuschauen. Ich liebe euch, Leute. Haut rein.